meine lieben Früchtchen. So, ich habe ein Haul für euch. Es ist Werbung, natürlich wegen Markennennung. Es ist aber selbst bezahlt. Wenn was nicht selbst bezahlt ist oder geschenkt ist, was weiß ich, dann werde ich es euch bei den einzelnen Produkten erwähnen. Und ich fange an mit meiner AliExpress-Tüte. Also hier ist AliExpress dabei. Action ist bei, was aus Facebook ist, oder Instagram ist dabei. Boah, ich glaube mal irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich habe alles Sachen, die nicht mit Klamotten zu tun haben. Oder, naja, hier bei dem AliExpress-Haul ist auch ein klamottentechnisches Teil dabei. Aber ich sage mal, alles, was ich außerhalb von Shein gekauft habe, habe ich aussortiert. Also klar, hier sind auch Sachen von Shein bei, aber ich wollte jetzt Klamotten von Shein, habe ich komplett extra. Und das werden bestimmt 3 oder 4 oder 5 Hauls, weil ich echt, ich habe 600 Euro für Klamotten ausgegeben, weil ich bin nun mal dünner. Mein Kleiderschrank hatte nur noch Größe 54 und jetzt brauche ich nur noch Hosen 42, 44, Oberteile 48. Deswegen mussten einfach neue Klamotten her. Und dadurch, dass Shein eben auch passende Sachen für mich hat und knallbunt und rockig, so wie ich es mag, musste ich eben zuschlagen. Aber dazu dann mehr in den Shein-Holz. Wir fangen an mit AliExpress. Und zwar habe ich mir das hier gekauft. Das ist ein festes, holographisches Pigment. Das ist, ja, entweder schminkt man sich damit, wenn man meint, man müsste. Aber eigentlich ist es für die Nägel gedacht. Und es ist, ja, komplett holo. Ich weiß jetzt nicht, wie viel drin ist. Euch das mal an. Ja, man sieht es nicht ganz so dolle. Ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist. Vielleicht liegt es am Licht, weil wir haben Abend. Und es funkelt, wenn ich es aber jetzt sehe, es funkelt, ja, wenn man hier jetzt unscharf hat, es ist wirklich holo. Und auf den Nägeln sieht das dann. Auf den Nägeln würde es aussehen wie Chrom-Holo, ne? Ja, und jetzt glitzert hier alles. Super. Sehr schön. Das habe ich mir dreimal gekauft und das hat, glaube ich, 1,50 € oder so gekostet. Dann kommen wir gerade mal zum Kleidungsstück. Und zwar wollte ich sowas schon immer haben. Und es hat mir aber halt nie gepasst mit einer Größe 54 oben rum. Und dadurch, dass ich jetzt dünner bin, passt es mir. Und es passt mir sehr gut. Und zwar ist es von AliExpress, ist aber von dieser Marke, ist trotzdem eine 3XL. Ich würde sagen, es passt bei Größe 50, passt es sehr gut. Ich jetzt mit 48 habe ein bisschen Platz. Und es ist richtig Baumwolle. Es hat aber auch bei AliExpress 16 Euro gekostet, muss man dazu sagen. Aber ich wollte unbedingt schon immer so ein T-Shirt. Und genau dieses hier, genau so extrem bunt, wollte ich schon immer haben. Ich habe auch versucht, mir so eins selbst mal zu batigen, ist nicht gelungen, nicht so kräftig. Es ist ganz kuschelig, weiß, es ist weich. Es ist ein dickes Baumwollding. Es hat die, ich muss ehrlich sagen, es hat die Qualität. Hier kann man jetzt auch nicht irgendwie, ja, okay, man kann, wenn man jetzt so ein bisschen hält, so schon durchgucken. Aber ich würde sagen, es hat wirklich die Qualität von meinem letztmaligen gekauften Santa Cruz T-Shirt für 30 Euro. Ne? Es hat eine sehr, sehr tolle Qualität. Es ist sehr weich, es ist sehr dick. Es ist, finde ich, sehr gut vernäht. Es ist sogar nochmal, ja, also es ist wirklich sehr geil. Toll, es stinkt auch gar nicht. Ich liebe es. Ich liebe es so abgöttisch. Ich liebe es. Ja, musste ich unbedingt haben. Freue ich mich auch so mächtig drüber. Das ist mein absolutes Highlight. Mein absolutes Highlight. So, dann habe ich mir solche Netzhandschüchen gekauft. Die haben, glaube ich, 1,50 € gekostet. Nochmal 50 Cent Versand. Gibt es aber auch. Die Preisspannen, die sind ja mal so. Man kann das auch für 3 Euro kaufen. Und man kann das auch für 50 Cent kaufen mit 2 Euro Versand. Also um den Dreh kostet es immer um die 2,50 €. Dann habe ich ein paar Washis gekauft. Und die sind so ultra niedlich. Ich muss nur mal gerade sortieren, weil ich habe die mehrmals. Ne, die ultra niedlichen, die habe ich, glaube ich, woanders. Auf jeden Fall habe ich einmal das hier. Das ist, ich glaube, 3 cm breit. Wo steht es hier? Genau, 3 cm breit und 3 Meter sind drauf. Und das hat, glaube ich, auch noch eine Trägerfolie. Und zwar ist das Holo und ein bisschen Vintage.
Aber ich wollte es hauptsächlich, weil es Holo ist und eben diese Schmetterlinge hat. Da ist noch eine Libelle. Finde ich sehr geil. Habe ich zweimal, hat glaube ich 1,50 € pro Ding gekostet. Dann habe ich das hier. Das ist auch mein absoluter Favorit. Solche Muster. Und zwar ist das halt so ein bisschen Esoterik, astromäßig, würde ich jetzt sagen. So ein bisschen Mandala-Astro-Zeug. Ethno, keine Ahnung. Und das hier. Eigentlich bin ich echt kein saisoneller Bastler, aber ich kann manchmal nicht anders. Und das ist so wunderschön. Das ist ein bisschen lila. Und dann sind da so tolle, tolle Schneeflocken drauf. Da sind so tolle, tolle, tolle Schneeflocken drauf. Und nicht nur in Hohl, sondern hier ist auch noch so eine weiße im Hintergrund. Also es ist ein so wunderschönes Tape. Toll, 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 toll. Hier sind die süßen Tapes. Leute, da muss ich sagen, die habe ich einmal gekauft, weil die haben 2,50 € gekostet pro Rolle. Und die werde ich auch definitiv nochmal kaufen. Hier ist schon mal der Sticker, der ist ja wohl schon mal ultra niedlich. Und ich werde es mir auch deswegen nochmal kaufen, weil halt nur 3 Meter drauf sind. Und schaut mal, oh mein Gott, weil ich schaue, ich drehe es andersrum. Oh mein Gott, es ist so, so niedlich. Oh mein Gott, ich sterbe, ne? Ich sterbe. Das hier gibt's. Dann gibt's das hier. Ach Gott. Oh mein Gott, guckt mal. Oh mein Gott, ich weiß zwar nicht, wann ich das verwenden soll und wie und was, wozu. Also eine Karte und einfach nur das aufkleben geht ja auch nicht, aber benutzt man sowas mit einem Stempel oder klebt man sowas tatsächlich einfach nur bei einem Brief? Das kann ich mir vorstellen. Einfach ein weißes Blatt Papier und das als Board benutzen, aber keine Ahnung, es ist einfach wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Und dann hit das. Ja, und ich will tatsächlich auch nochmal mein Zimmer nochmal aussortieren. Und jetzt heißt es wieder, wenn du aussortierst, bringt dir doch nichts. Du kaufst doch immer wieder neu. Ja, so Kommentare, sorry, könnt ihr euch sparen. Ich weiß haargenau, was ich selbst mache und wie auch immer. Und ja, glaube ich, habe ich schon mal angesprochen. Jeder sortiert irgendwann mal aus. Und jetzt, seit Januar bis jetzt, haben sich meine Hobbys und mein Stil ja nochmals verändert. Und beim Aussortieren war ich zwar schon rigoros, aber ich könnte noch rigoroser sein, weil ich habe vieles doch nicht abgegeben, weil ich dachte, das möchte ich doch noch behalten, aber im Nachhinein brauche ich es dann doch nicht. Und ja, aussortieren würde sich auf jeden Fall nochmal lohnen, aber ich weiß nicht, wann ich das zeitlich oder körperlich hinkriege, weil ich habe momentan viel Arbeit. Nach der Arbeit habe ich immer noch Physio und oder andere Termine. Jetzt fahren wir im Oktober in den Urlaub. Ich weiß einfach nicht, wie ich das zeitlich hinbekomme. Und wenn ich mal einen freien Tag habe, dann bin ich am Schlafen. Dann kriege ich auch irgendwie nichts anderes hin. Ich stelle mir immer vor, oh, jetzt willst du aber basteln. Ich will echt mal aus vollem Herzen basteln. Dann denke ich mir immer, ja, wenn ich frei habe, räume ich oben auf, mach dieses, mach jenes, mach das. Aber ich mache letztendlich nichts, weil ich mich mit meinen Gedanken so sehr unter Druck setze, dass ich gelähmt bin. Und dann schlafe ich eigentlich mal wieder. Ja, und am nächsten Tag muss ich aber wieder arbeiten. Wisst ihr, wie ich meine? Also, aber ich könnte auch eine Woche frei haben und würde trotzdem nichts geschissen kriegen hier zu Hause. Ist ganz merkwürdig, aber ich muss langsam einfach mal durchgreifen. Ich will auch ja unbedingt mein Bastelzimmer wieder haben. Ich will es ja unbedingt wieder haben. So, dann habe ich aber nochmal Washi-Tape, aber ich glaube, das habe ich euch schon mal in einem anderen Haul gezeigt, weil das hatte ich mir tatsächlich versehentlich mehrmals gekauft. Also das hatte ich mir in dem letzten Haul gekauft und jetzt wohl nochmal. Und zwar, man sieht es jetzt nicht, das habe ich euch aber in dem vorigen Haul gezeigt, das sind Holo-Schmetterlinge auf einem transparenten Tape. Ja, das sieht man jetzt so nicht, aber es sind, hier sieht man es, es sind, wie gesagt, transparentes Tape, Tesa quasi mit Holo-Schmetterlingen. So, und dann habe ich mir noch ein Highlight gekauft, wie ich finde. Und davon werde ich mir auch noch mehr kaufen und auch mehrere andere Farben vor allen Dingen. Und zwar habe ich jede Packung dreimal. Hier gab es sogar Doppelungen drin. Und zwar ist das eine Packung, da sind 25 Sheets drin. Ich zeige es euch natürlich auch. Und zwar sind das Washi-Sticker. Und zwar so hauptsächlich Punkte. Hier haben wir Monde, so ein paar Smileys, ein paar Teddybärchen. So Dinge habe ich auch auf Rolle.
aber ich kann, wenn es irgendwas in mehreren Farben gibt, nicht widerstehen. Und deswegen, die kosten irgendwie 2 € oder so, 25 Blätter. Und ich werde mir davon auf jeden Fall noch mehr kaufen, weil ich die einfach geil finde und weil man einfach mal so einen Punkt hinkleben kann. Und wenn man möchte, könnte man auf den Punkt noch klaren Kleber oder Glossy Accents oder Nuvo Klar, also diesen klaren Nuvo draufgeben und hat es sogar noch dimensionell, also schön noch erhoben. Und ja, finde ich einfach sehr geil. Hier, diese Dinger bräuchte ich eigentlich nicht. Ich wollte es aber hauptsächlich, weil es knallbunt ist und weil jetzt eben die Punkte kommen. Und ich wollte mir auch bald mal, ich weiß nicht bei welchem, ich weiß jetzt echt leider nicht auswendig, bei wem ich das gesehen habe. Auf jeden Fall hat sich jemand auch einfach so Punkte-Etikettenpapier gekauft, unbeschichtet allerdings, und hat sich die einfach mit Stempelfarbe selbst eingefärbt und hat sich somit selbst solche Punkte gemacht. Und das werde ich eben auch machen, dass ich mir so Planko runde Kreischen kaufen werde und die mir auch selbst einfärben werde, weil dann braucht man nicht alles zu kaufen. Dann kann man die Farbe, die man gerne hätte, selbst einfärben. Und gerade wenn man mit Distress Oxide arbeitet, dann hat man immer einen farblichen Punkt. Das ist schon sehr geil. So, und dann zeige ich euch natürlich auch noch diese Packung, wenn ihr möchtet. Könnt da gerne dranbleiben. Wenn nicht, überspult einfach ein bisschen. Hier haben wir auch wieder Monde, Smileys, Bärchen. Ich mache auch ein bisschen schneller. Da. Ach ja. Und sonst, wie geht's euch? Ich könnte euch kurz sagen, wie es meiner Mama geht, falls es euch interessiert. Sie hat den Luftröhrenschnitt draußen. Sie hat nur noch ein Pflaster. Also erstmal andersrum. Sie wurde vor 1,5 Wochen nochmal operiert, weil der Shunt wieder rein musste, weil der hat sich ja zum 3. Mal entzündet. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Jetzt ist er wieder drin und der Körper akzeptiert ihn diesmal wohl. Weil seit 1,5 Wochen geht es einfach nur noch stetig bergauf. Sie hat den Luftröhrenschnitt draußen, sie kann wieder dauerhaft reden. Sie weiß, dass ihre Mama tot ist mittlerweile, hat sie relativ gut aufgefasst. Natürlich war sie traurig, aber naja. Wie gesagt, sie kann sprechen, sie übt jetzt wieder essen, sie übt trinken und sie wird morgen auf eine normale Reha, nicht mehr Akut-Frühreha, sondern auf eine normale Reha weitergeleitet oder also halt, ja, buxiert. Und ja, es geht ständig, stetig bergauf. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt auch weiterhin bergauf geht. Auf jeden Fall geht es ihr den Umständen entsprechend, knister, knister, den Umständen entsprechend sehr gut. Ja, deswegen bin ich natürlich auch sehr fröhlich, muss ich schon ehrlich zugeben. Ist schon ein enormer Druck, der da von einem Bild. Ich habe noch mein Arbeits-T-Shirt an. Ja, egal. So. Dann habe ich hier noch eine Tüte. Da schaue ich mal. Da greife ich auch einfach mal rein. Und zwar war ich im Teddy und habe mir hier Etiketten mitgenommen. Ey, voll billig, ne? Die Etiketten sind groß 29 mal 35. Ach nee, die Etiketten sind groß 13 mal 25 mm und wir haben 29 Bögen. A35 Sticker. Das ist ein ganzer, ganzer Batzen Sticker. Und ich habe mir gedacht, ich habe einen Kreisstanzer, glaube ich. Dann könnte ich hier vorerst auch mir Kreise ausstanzen, weil dieses runde Pünktchen-Etikettenpapier kriegt man wohl nur bei Amazon oder in irgendwelchen anderen Büroläden, aber jetzt nicht einfach im Teddy oder so. Und ich habe mir gedacht, hiermit könnte ich mir auch kleine Herzchen, Sternchen oder Kreise ausstanzen. Natürlich habe ich auch A5-Etikettenpapier, ja, aber das ist nicht so billig. Guckt mal, nur 1 €. Und die kann man immer mal gebrauchen, um auch Preise irgendwo drauf zu schreiben. Und außerdem wollte ich halt auf meine, ich hatte im Teddy Sachen für 4 € in der Hand und wollte unbedingt auf 5 € kommen und ja. So, dann war ich noch im Woolworth und habe dieses Aufbewahrungsding geholt für 2,50. Das ist 28 mal 14 mal 13. Und so eins habe ich bereits und die sind total geil, weil da passt meine Guillotine rein,
da passt mein Schneidebrett rein, da passt mein Falzbrett rein und die sind halt schön flach und aber dafür lang, die passen in den Kallax oder so und da hat man dann alles schön drin. Also drei Geräte habe ich gerade drin und hier werde ich dann meine Falzbretter und so reintun. Finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ich will ja oben aufräumen. Ich habe ja auch Pappboxen gekauft, damit alles ordentlich ist. Das, was jetzt nicht in den Regal passt, will ich in Boxen tun. Ich habe ja schon alles vorbereitet, aber dadurch, dass ich damals im März, als Mama ins Krankenhaus kam, war ich ja noch nicht mit meinem Aufräumen fertig. Und dadurch, dass ich ja den Hund bekam, wollte ich eigentlich nur alles schnell fertig. Dann haben wir alles, was noch nicht fertig war, wieder nach oben geräumt. Und dementsprechend sieht es oben jetzt noch aus. Es sieht aus wie ein Kellerraum, also vollgestellt, ne, halt. Und das muss halt weg. Das heißt, ich werde, wenn ich irgendwann Zeit habe, ich weiß aber nicht wann, oder die Muse oder die Kraft, werde ich halt alles wieder ins Wohnzimmer räumen. Oben klar Schiff machen und dann Stück für Stück, so wie es anfangs geplant war, wieder nach oben räumen und währenddessen wieder mal immer ein bisschen aussortieren, wenn mir was in die Hände fliegt, was ich nicht will. Ich wollte auch immer noch ein Video machen für Sachen, die ich zu verschenken habe, weil ich habe da Brillenetuis, Nagellacke, ein Kassettenregal, wo man eigentlich Stempelkissen reintun könnte und ich habe echt noch coole Sachen. Auch so ein paar DVDs oder Nightmare Before Christmas ist dabei oder Stephen King ist dabei, die ich einfach nicht wegwerfen will, sondern die ich einfach mal zum Verschenken anbieten will. Ich komme einfach nicht dazu, weil es ist ja nicht nur damit getan, dass ich dann das Video mache. Ich müsste ja auch dann zur Post und so und das schaffe ich aktuell einfach nicht. Ich weiß, jetzt haben wir auch noch, wollte auch vielen Leuten noch Pakete schicken, aber ich schaffe das aktuell nicht. Ihr wisst auch gar nicht, wie viel Überwindung dieses Video jetzt für mich ist. Eigentlich bin ich kackmüde, aber dadurch, dass ich noch Kooperationen abdrehen muss und ich ja auch endlich die Sachen nach oben räumen will, obwohl oben noch nicht gut ist, aber ich will einfach wieder Platz, ich muss ja trotzdem dafür sorgen, dass Wohnzimmer, Küche und ordentlich ist. Was oben ist, ist okay, ne, aber ja, ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber es staut sich ja hier auch auf, also muss es irgendwann gezeigt werden. Oder ich verräume es einfach, aber da wäre ich ja blöd, wenn ich es einfach verräume, weil ein Video ist cool, habt ihr ein Lebenszeichen von mir, ich habe natürlich Einnahmen dadurch, dass ihr das Video schaut. Ich kann die Sachen zeigen, ich kann euch vielleicht Tipps geben, Anregungen geben. Jetzt mal mit diesem Organizer kann ich euch sagen, was da alles reinpasst, wie ich das mache, was es vielleicht alles so gibt, euch ja blöderweise anfixen mit Sachen oder jetzt das Überraschungspaket, also das Gewinnerpaket von Corinne, dass ich das gezahlt habe. Es gehört sich halt einfach so, ne? Und ja, bla bla. Ich habe im Woolworth noch das hier gekauft für 3,50 und zwar ist das eine Unterbettbox. Die ist 104 mal 46 mal 16 cm. Und da habe ich mir gedacht, ja, zur Not kommt so unter das Bett. Na klar, für mein Wintermäntel oder so. Das Blöde ist, im Action gibt's die nur mit Vakuum, ne? Und hier, Woolworth, habe ich die jetzt endlich gesehen ohne Vakuum. Was ich mir aber gedacht habe, ist, dass ich hier meine langen, dicken Diamond Paintings reintue, die eben nicht in mein Regal oder in die Plastikboxen passen und die unter das Regal packe, weil unter dem Regal habe ich noch ungefähr so viel Platz. Also sind um die 15 cm. Und ich muss die ja nicht voll, das ist ja Stoff, wisst ihr, das ist ja nicht starr. Und da könnte ich halt alle meine Diamond Paintings reinholen und schön unter den Schrank schieben. Das wäre die optimalste Lösung für mich, weil aktuell habe ich diese großen, fetten Diamond Painting Rollen einfach stehen und das ist nicht schön und das ist nicht schön für die Diamond Paintings und ja, genau, richtig. So ist das. Hier habe ich noch mal eine Tüte mit AliEx. Nee, das ist Shein. Ich habe mir hier diese Nagelfolien gekauft, weil ich mache mir halt die Nägel hin und wieder, jetzt aktuell nicht. Und ich liebe bunt und es sind Nagelfolien, Transferfolien. Das heißt, die könntet ihr zum normalen Basteln auch benutzen. Einfach Kleber irgendwo hin, doppelseitiges Klebeband, das draufdrücken und dann habt das. Und das ist auch immer lang. Guckt mal, wie schön die sind, ne? Ein Meter ist, glaube ich. Und ich glaube, die haben 2 Euro gekostet, also billiger. Gibt es die bei Ali auch nicht. Ja, aber ich bestelle momentan tatsächlich wieder hin und wieder bei Ali. Ich gebe keine 300, 400 Euro Bestellungen mehr auf. Das mache ich eher bei Shein mit Klamotten. Aber immer mal wieder hier und da 30 Euro schon lasse ich schon. Also gehen schon drauf bei Ali. Ali ist nach wie vor einer meiner Lieblingsshops. Aber dadurch, dass ich momentan so... Ja, ich bastel schon noch oder ich würde gerne basteln, aber es ist nicht mehr so, dass ich auf der Suche nach allem Möglichen bin. Und momentan reizen mich Klamotten doch sehr. Ja, diese Box finde ich sehr schön.
Dann, ja, das zählt jetzt auch eigentlich eher zum Anziehthema, aber egal. Bei allem, bei Shein habe ich mir auch hier diese gekauft. Das sind Nylon-Strumpfhosen in Unisex, in One Size, also in einer Größe. Und wir haben, ich glaube, die kosten 5 Euro, aber es sind drei verschiedene. Wir haben einmal hier mit kleinen karierten, dann mit großen und noch mittlere. Hier ist auch noch eine mittlere. Finde ich sehr praktisch. Okay, das gehört jetzt auch zu Klamotten, aber ich weiß jetzt nicht, warum das dabei ist. Und welche ist das? Ja, zeige ich euch dann auch, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Das ist auch von Shein. Und zwar ist das eine Netz-Leggings. Und hier diese Netz-Strumpfhosen, die sind ja ganz billiges Fischnetz, ne? Gehen schnell kaputt. Hier, das hier ist aber ganz stabiler Stoff, natürlich trotzdem Netz. Aber ganz stabil, das ist eine Leggings, da zieht man eigentlich nichts drunter, außer eine Unterputz. Und mal schauen, wie ich die anziehe. Aber sie ist bunt, ich wollte sie haben. Ich hatte sie erst zwei Nummern größer, weil es eigentlich, ja, aber war viel zu groß, weil ich ja eben auch keinen Hintern habe. Und deswegen, ja, ich denke mal, ich werde auf jeden Fall eine Radlerhose drunter anziehen. Oder eine schwarze Unterhose, die so leichtes Bein hat. Und darüber noch ein Röckchen oder so oder ein längeres. Das einfach, normal nur mit Unterhose. Und dann einfach, ich habe ein Glücksbärschi-T-Shirt, was ungefähr bis zum Knien geht. Also was man auch als Kleid anziehen könnte. Das könnte man natürlich auch super da kombinieren. Mal schauen. So, dann habe ich noch bei Shein diese Dinger hier gekauft. Die haben 1 Euro gekostet und das ist mehr als sehr geil. Und zwar gibt es die ja auch beim Teddy, auch für 1 Euro. Aber ich dachte, komm, ich bestelle jetzt eh bei Shein mit, müssen mit. Das sind Silikonpinsel mit zweierlei Spatel. Und die gibt es in Pink, in Lila und in Blau. Und die kann man zum Schminken benutzen, wenn man mit Acrylfarbe malt, benutzen. Für Resin kann man die benutzen, für Strukturpaste, für alles Mögliche. Und ich dachte mir, komm, bestell einfach mal pro Farbe 2, weil man kann immer mal einen abgeben, mal einen verschenken, mal einen verlosen. Oder. Ich habe mir gedacht, komm, für 1 Euro, nimmst du einfach mit, ist bunt, ne? Und dann habe ich hier noch was. Und das ist auch eher Kleidung. Ich weiß nicht, warum das da jetzt drin gelandet ist. Aber wenn es jetzt hier ist, dann zeige ich es euch. Und zwar ist das auch nochmal was zum Anziehen. Und zwar ist das, es passt auch, es ist sehr dehnbar. Es ist eine Netzunterhose. Warte, ich muss es mal Ja, wenn man das so Zeug anhat, dann kringelt sich das immer. Aber ich habe sowieso das Talent, dass ich meine Unterhosen immer kringeln. Ja, das hier ist auf jeden Fall ein Unterhöschen, was man sich auch über den Bauch ziehen kann. Es passt tatsächlich. Es ist sehr dehnbar. Schaut, wie dehnbar das ist. Und ich bin nun mal halt auch momentan dünner. Also es passt mir. Es ist ein Unterhöschen. Und das entwirre ich jetzt nicht. Das ist ein Oberteil, was nur bis über den Busen geht und lange Arme hat. Und ich wollte es nur, weil es lange Arme hat, weil ich es geil finde, wenn man ein rockiges Oberteil anhat, also mit einem Totenkopf oder so, und hat dann lange Netzarme. Finde ich einfach nur sehr geil. Ja, deswegen wollte ich das haben. Und weil es billig war, es hat 2 Euro gekostet oder so, ja 4 Euro. Und wie gesagt, mir ging es um die langen Netzarme. So, dann war ich im Action. Ich räume mal kurz aus. Aua, aua, aua. Au. Ihr seht es schon. Oh nein, jetzt habt ihr es schon gesehen. Oh. Ich räume aus. Ihr habt es schon gesehen. So, ich fange an mit dem Ding. Ich habe mir, weil ich habe momentan Schwierigkeiten mit meiner Hand, ich habe mir 2 solcher Bandagen gekauft. Die sind auch recht okay. Also es ist zumindest eine schöne Stabilung. Ja, die fangen halt an zu stinken. Die muss man natürlich waschen. Die haben so einen Klettverschluss. Habe ich die? Ich habe die da hinten liegen, aber ich komme da jetzt nicht dran. Bin zu faul aufzustehen. Ja, die sind auf jeden Fall gut. Kann man auch so festwickeln, wie man will. Und die kosten irgendwie, wo haben wir es hier, kosten 1,62. Da kann man echt nicht motzen. Die sind echt gut. Was hier jetzt bei dem Einkauf nicht dabei ist, ich habe mir so eine Tube mit Creme gekauft. Und zwar ist das für Scheinwerfer. Wenn Scheinwerfer milchig werden, kann man das damit polieren. Und dann werden die wieder blank. Das Ding hat 2,99 Euro gekostet. Und es ist grandios. Bei meinem Roller, das Tacho, dieses Plastik-Tacho-Glas, war total milchig. Ich habe fast nichts mehr durchgesehen und ich habe das damit gemacht. Boah, es ist wieder frisch neu,
wie neu. Das war einfach geil, mega geil. So, dann habe ich mir zweimal das hier gekauft. Ich hasse Handcreme und ich hasse irgendwas an den Händen. Aber mein Mann, der ist momentan viel am Arbeiten, auch mit Beton und so, und hat dann immer ganz, ganz schlimme, raue Hände. Für den habe ich es gekauft. Und zwar sind das Handmasken, das sind so Handschuhe, da flutscht man so rein 20 Minuten und dann peelt man die Haut hinterher noch ab. Kann man. Ich mache das immer, mache noch ein Salzpeeling danach und dann hat man wieder ganz weiche Hände wie neu. 99 Cent, finde ich voll. Ordnung. So, dann kommen wir mal gerade zum Basteldicken. Ich habe mir tatsächlich mal von diesen Stempelkissen gekauft. Manche sagen ja, die sind trocken wie Furz. Ich weiß jetzt nicht, wie die hier sind. Alle anderen Farbkombis hier sieht man ja auch, dass die einfach nur einzelne Farben haben. Hier haben wir eher blau und lila Töne, wobei die auch für mich sehr interessant jetzt wären im Nachhinein, weil ich sehr gerne Galaxy-Sachen mache. Aber ich habe fast alle Distress Oxides als Nachfüller, als flüssige Tinte eben. Von daher brauche ich die nicht. Aber hier, die wollte ich jetzt einfach mal mitnehmen, weil es sind schöne Lollipop-Farben. So, und ihr seht ja, die erinnern an Mementos, ne? An Memento Dewdrops. Und hier auf dem Kassenbon steht auch Memento Cork, ne? Also, da, Memento. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Action B-Ware hat, wie die Falzbretter. Die Falzbretter sind ja identisch wie die vom EFKO und Fessen und was weiß ich. Nur mit dem Unterschied, dass die 20 Inch Striche haben und Inch eigentlich nur 16 Striche hat. Deswegen ist das ein B-Produkt. Und ich denke mal, dann ist hier das hier genauso ein B-Produkt, was dann halt einfach anders vermarktet wurde, weil irgendwas damit nicht stimmt. Vielleicht, weil sie wirklich furztrocken sind. Oder, man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich dann ganz stark davon aus, dass es echte Mementos sind. Naja, okay. Dann habe ich gekauft was total Geiles, Nail Fraps für Stück 74 Cent. Und zwar liebe ich die, aber die sind die muss ich sagen, die sind eher zu empfehlen für längere Fingernägel. Und zwar sind das quasi Nagellackaufkleber. Ja. Finde ich sehr geil. Wir haben hier 20 Stück drin. Hier habt ihr die Anleitung, ihr desinfiziert euch die Fingernägel, sucht euch die passende Größe auf, klebt es drauf, tut den Überstand mit einer Feile abschleifen, steht hier jetzt nicht drauf, mache ich aber immer. Hinterher tut er noch, wenn ihr wollt, entweder Klarlack oder UV-Gel drüber und dann habt ihr Nägel. Und die kosten nur 74 Cent. Von Essence kosten die 2 Euro, von anderen Marken kosten sie schnell mal 5 Euro. Und ja, die sind schon sehr geil, ne? Die sind schon sehr geil. Kann man nicht anders sagen. Und es ist halt schnell gemacht. Man muss nicht warten, bis Nagellack trocken ist. Ja, okay. Man tut halt meistens noch Topcoat drauf. Man könnte die aber auch einfach so tragen. Weil ich hatte die früher schon mal von einer anderen Marke. Aber die haben durchaus, wenn man jetzt nicht am Rumpickeln war, die haben auch schon mal so eine Woche gehalten, ne? Ich meine, man muss immer sagen, es sind halt nur Sticker, ne? Wenn man die jetzt versiegelt, eigentlich denke ich, eine Versiegelung bringt gar nichts, weil man muss die ja umhüllen, weil man tut ja den Nagellack nur da drauf, also bringt es eigentlich nichts. Man müsste eigentlich eine kleinere Größe wählen, sodass hier die Ränder frei sind, sodass man das wirklich komplett versiegelt eigentlich. Oder man könnte sich erstmal Kunstnägel machen, länger Kunstnägel und die dann da drauf und einbetten. Man muss es einbetten eigentlich, weil sonst bleibt es ja ein Sticker. Egal, was ich auf einen Sticker klebe, es bleibt ein Sticker. Aber wenn ich einen Sticker mit irgendwas übergieße, sodass die Ränder eingebettet sind, ist es haltbar. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe. Aber wenn nicht, ist mir auch wurscht. Dann habe ich mir das hier gekauft. Ein Shimmer Sparkle Shine Face and Body Dust. Und zwar hat das gekostet, wo haben wir es? 2,12 €. Und die Dinger habe ich auch schon häufiger, die habe ich auch in anderen Farben. Die kaufe ich immer mal, wenn es die im Angebot gibt. Und zwar ist das hier so ein Pumpding. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hasse Glitzer auf dem Körper, deswegen nutze ich es nicht. Und das ist leicht silberweiß. Silberweiß. Und das benutze ich zum Basteln.
Das kann man mit Kleber vermischen. Dann hat man Glitzerkleber oder so Pigmentkleber. Das kann ich für die Nägel benutzen. Das kann ich fürs Resin benutzen. Selbst im Gips könnte man es tun, hat man Schimmer im Gips. Aber am besten ist es, mit Kleber zu mischen und dann, also mit durchsichtigem Kleber zu mischen, hat man schönen Glitzerkleber. Kann damit schöne Akzente setzen und. Oder man mischt es in Nagellack. Also mal Nagellack, dann hat der Nagellack einen Schimmer. Ist sehr geil. So, und zu guter Letzt habe ich hier noch ein paar Fingernägel gekauft. Ach ne, da kommt gleich noch was. Und zwar, die hier haben jetzt gekostet, ich glaube, 1,59 €, oder? Oder weiß ich nicht. 24 Stück, ja, das sind auch 24 Stück. Und das sind... ich weiß es nicht. Entweder haben die jetzt 1,59 € oder 1,39 € gekostet. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher 1,39 €. Und zwar sind das Nägel im Stiletto-Optik, aber nicht allzu lang. Die sind ja noch angenehm und man kann sich die ja auch noch selbst kürzen, wenn man meint, man müsste. Die Farbe habe ich tatsächlich noch auch noch oben. Die Farbe habe ich tatsächlich auch schon mal getragen. Da sind sie. Und hier ist noch das Tütchen mit den zusätzlichen. Und da ist noch der Kleber. Ich verwende aber immer meinen guten Nagelkleber. Es ist natürlich nichts anderes als Sekundenkleber. Und man sollte solche Nägel nicht dauerhaft tragen, weil es gibt Nagelpilz, wenn sich Luft drunter bildet. Und Sekundenkleber macht auch die Nägel scheiße und dünn, weil dem Nagel, sobald er bedeckt ist, ja Melanin und Kreatinin und was weiß ich nicht fehlt und dadurch pergamentartig wird. Also Anklebenägel sollte man immer mit Bedacht und nicht allzu lange verwenden, nicht wochenlang tragen. Und wenn, sollte man auch die richtige Größe sich aussuchen und nicht irgendwie draufkleben. Und trotzdem sieht es aus wie Bauarbeiter und auf jeden Fall auch nicht schaufelig und auch nicht unbedingt immer genauso groß wie der Nagel, sondern ja, egal, ihr wisst es eh alle besser als ich. Das war ein Ding mit dem Zaunfall. Auf jeden Fall, ja, wollte ich die haben, habe ich jetzt gekauft, fertig. So, und dann, ich denke, dann sind das hier die 1,59 € Kosten, weil die eben besonders sind. Und zwar Nail It, das ist wohl eine ganz neue Marke, also nicht Marke, aber die gab es sonst nicht. Ich glaube, die sind wirklich neu im Handel. Die sind, ja, ich würde schon eher sagen, so Piet, nee, rouge-mäßig, Pink-Hautfarben irgendwie. Und dann haben die noch so einen Goldschimmer. Und die haben eine ganz, ganz schöne, ganz natürliche Länge. Die sind überhaupt nicht zu lang. Also die sind fast komplett naturlang. Also hier, guckt, so viel würde überstehen. Also sehr, sehr geil. Sind auch 24 Stück drin, auch mit Kleber. Mandelform, also schön rund, natürlich. So klebt man die auf. Also wirklich wunderschön. Die hier. Und dann gab es da noch die hier. Und das war so geil. Ich war beim Haushaltsgegenständen, weil ich diese Unterbettkommoden gesucht habe. Und dann lag dieser Block einfach im Regal. So geil. Das ist ja der bunte Block. Der lag im Regal. So geil. Den habe ich mir natürlich geschnappt. Der hat gekostet 2,16 €. Habe ich mir natürlich geschnappt. Und auf diesen Dings... Also ich weiß nicht. Ich glaube, mich gibt es irgendwo zweimal. Denn auf diesem Block lagen diese Fingernägel, die musste ich auch unbedingt haben, die sind natürlich lang, das sind lange Stiletto-Nägel, ne, pointed, ja, Stiletto, und die sind ja wohl mehr als ultra arschgeil, ne, und die gab's auch im Regal nicht nochmal, und die, ja, da sind noch die Ersatznägel, die sind alle in diesem krassen, geilen Scheiß, ich liebe diesen Aurora-Look, Aurora heißt der, glaube ich. Also, die mussten definitiv mit, der Block auch. So, und dann war ich eben am Regal und habe dann auch noch diese hier entdeckt. Und die gab es leider nur noch zweimal, denn die hätte ich auch tatsächlich noch mehrmals mitgenommen. Von der Form und von der Länge genau wie die pinkigen, aber schaut, die sind knallbunt. So geil, oder? Und ich habe, wenn ihr mein Shein-Haul seht, ihr werdet staunen. Ich habe so wunderschöne Klamotten. Das ist wirklich der pure Burner. So, und dann habe ich noch eine Sache. Und zwar habe ich bei Instagram von Crazy Bastelstube, die gibt es hier bei YouTube. Sie hat auf jeden Fall oder möchte wohl, soweit ich es verstanden habe, ihr Bastelzeug aufgeben. Also oder sehr ausdünnen oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie...
verkauft sie aktuell auch Sachen. Wenn ich euch die verlinken darf, verlinke ich es euch. Oder vielleicht schreibt sie einen Kommentar, wie ihr sie bei Instagram findet. Und da habe ich ihr was abgekauft. Und zwar einmal diesen Stempel für 1,50. Der ist von Create a Smile. Voll goldig, oder? Ernsthaft? So süß. Und dann habe ich dieses ganze Paket ihr abgekauft. Und zwar wollte ich auch schon immer mir mal AB Diamond Painting Steinchen bei Ali kaufen. Ich habe die ganzen Jelly Trills, wie ich die früher genannt habe, ich alle, aber in 4 mm. Und Diamond Painting Steinchen in rund sind ja 2,8. Aber die meisten verwenden 3 mm. Und das sind jetzt alles 3 mm Steinchen. Mit dabei hat sie mir geschenkt diesen süßen Schlüsselanhänger. Goldig, oder? Ja, ich liebe diese Form dieser Schleife finde ich so toll. Dann war dabei dieser Stift, der hat hier 2 Squishles. Ist halt ein ganz normaler Einfachsetzer, ne? Aber die Squishles sind natürlich geil. Hier sind die Schiffchen bei und ich muss sagen, dieses Schiffchen liebe ich, wenn die Squishles jetzt nicht dran wären, dann ist das halt hier eine Stiftablage. Und dieses Schiffchen habe ich auch bereits und das ist ein super Anfängerschiffchen, weil es ist auch, also das, die sind auch gut, die sind ja Standard. Aber das ist mega cool, weil es ist schön groß, es macht gute Linien, auskippen geht auch recht gut. Das war wirklich mein zweitliebstes Schiffchen, bevor ich mir richtige Schiffchen gekauft habe. Aber das ist schon geil, ist schon toll, dieses Schiffchen. Mag ich sehr gerne. So. Mit dabei waren noch diese Glitzersteinchen, die ich jetzt nicht brauche, die werden auch mal dann wegwandern. So, dann war dabei, da kommen aber jetzt gleich noch mehr. Ich guck mal, ob ich die alle bekomme. Ich stelle das hier mal gerade wie anders hin. Jetzt ist was runtergefallen. Egal. So, mit dabei waren noch diese Silikonpinselchen. Die habe ich auch für Nailbedarf und da werden die werden auch wieder in meinen Nagelbedarf wandern. Die sind total geil. Beziehungsweise die werden vielleicht auch bei meinen Fimo landen. Das sind ja süße kleine Modellierpinselchen aus mit Silikonspitze. Sehr geil. Mit dabei dieser Kleber und ich habe für dieses Set mit dem, also der Stempel hat 1,50 und hinter das Set glaube ich 35 Euro. Oder nee, 30 Euro. Dieser ganze Karton 30 Euro, der Stempel 1,50. Ich habe mit Versand 37 Euro bezahlt. Also arschgeil. Also schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich, wie gesagt, ich verlinke es euch. Oder ihr sucht mal Crazy Bastelstube bei Instagram. Vielleicht findet ihr die da auch. Ihren Privatnamen möchte ich jetzt nicht sagen ohne Erlaubnis. Aber ihr könntet auch bei YouTube's Crazy Bastelstube suchen und vielleicht in der Kanalimpfung ist da wiederum ihr Name oder ihr Link zu Insta oder. Auf jeden Fall verkauft sie momentan sehr vieles und wirklich auch billig und ja. Mit dabei war auf jeden Fall noch dieser Kleber, den kenne ich gar nicht, Gemtag, Permanent Clue, also klebt Rhinestones, also Kristallsteine, Kristalle, Pailletten und mehr an Kleidung, an Stoffen und Accessoires. Er ist kristallklar, waschbar und nicht toxisch. Und hier steht noch Always Cover Work Area Free Wash. Was weiß ich, ist mir total egal. So, dann war hier noch ein Döschen mit Wachs. Da ist auch schon benutzt. Ja klar, ist ja so. Aber ist ja nicht schlimm. Hier noch ein ganz, ganz neuer, sogar noch mit Schweißnaht, mit Bobbelt, also mit Folie. Ein E6000 Plus. Ja, ja. Wer den kennt, weiß, was es ist. Mit dabei, was ich gar nicht wusste, waren auch noch 3 von diesen großen Plastikbechers. Die sind sogar hochwertig, das ist richtig hart Plastik. Oh, wie ich sehe, sind das doppelwandige, oder? Verirre ich mich da? Muss ich mal checken. Hier steht Microwave, do not microwave, also nicht in die Mikrowelle handwaschen. Sind die doppelwandig? Ja, die sind doppelwandig. Man kann das hier wohl abschrauben. Abziehen, egal, auf jeden Fall doppelwandig, da kann ich was in die Wand reintun. Und hier mit Gummi, damit das schön dicht hält. Und die Strohhalme sind natürlich auch dabei. 3 Stück von denen. Habe ich wirklich nicht auf dem Bild gesehen, dass die dabei sind. Sehr geil.
Ich lasse mir einen sofort hier stehen, weil ich will da gleich Glitzer reinfüllen. Ich habe ja mal von einer lieben Abonnentin von meiner Amazon-Wunschliste Glitzer geschenkt bekommen. Das fülle ich da gleich direkt rein. Eine sehr geile Idee. Und auf dem Bild habe ich um die 20 Tütchen gesehen. Es sind 18 Tütchen. Und ich zeige es euch jetzt mal kurz. Hier ist auch noch eine Box, wo angefangene Steinchen drin sind in allen möglichen Farben. Da ist mal noch Hämatitfarben bei. Schade, dass ein bisschen wenig, also nur ein Tütchen weiß und ein Tütchen schwarz weiß, aber das kann man ja alles nachkaufen. Wisst ihr, ich meine, schade auch, dass zum Beispiel kein dunkles Grün bei ist, sondern nur ein hellgrün. Aber das ist total egal. Das ist, guck mal, das sind 18 Tütchen. Okay, zwei Farben doppelt. Sagen wir mal 16 verschiedene Farben. Was will man mehr? Und da ist so viel drin. Und nachkaufen kann man immer noch. Und bei, in China hätte ich tatsächlich 40, 50 € bezahlt, wenn nicht noch mehr, weil die Becher, die sind richtig krass Qualität. Da hätte man auf jeden Fall mehr bezahlt. Die Kleber, ich glaube, der kostet allein 5 € je nach Shop. Also ist schon ein sehr krasser Schnapper, was ich hier gemacht habe. Auf jeden Fall haben wir die Farbe Gelb. Wie gesagt, das sind 3 mm Non-Hotfix, also nicht selbstklebend. Und das sind halt AB-Steinchen. Natürlich könnte man die aber auch zum Basteln benutzen, ne? 3 mm, ich weiß jetzt nicht, wie viele hier drin sind oder wie viel Gramm. Ich könnte mal gerade die Waage holen. Moment. So, ja, ich weiß, es sind jetzt andere Steinchen. Aber hier haben wir zum Beispiel gelbe AB-Steinchen. Das sind jetzt richtige Diamond-Pending-Steinchen. Die sind auch nur 2,8. Aber guckt mal, hier kosten 50 Gramm 10 €. Und andere Non-Hotfix-AB-Steinchen habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht gefunden. Non-Hotfix 3 mm. Ich schaue noch mal weiter kurz. Ich kann euch so schlecht sagen, was die kosten. Also hier sind die auf jeden Fall. Aber hier steht 1000 Stück. Und das hier sind doch, ich weiß nicht, ob das hier wirklich 1000 Stück sind. Ich habe gewogen, es sind mit Paket 59 Gramm. Also sind es bestimmt 50 Gramm Steinchen. Das hier ist durchaus das Angebot. Und da kostet eine Packung nur 1,49. Dann habe ich ein anderes Angebot gesehen. Da sind hier diese Tassen direkt schon bei. Und das sind aber auch ansonsten die gleichen Steinchen. Aber ich weiß halt nicht, wie viele Steinchen. Hier steht nichts von hier steht kein Gewicht bei. Und hier mit Tasse kostet es 13,50. Und die Tasse ist doppelwandig und alles. Die Tasse hat eine sehr, sehr gute Qualität wohl. Ja, ich merke es aber auch, das Hartplastik hier. Das sind auf jeden Fall die Tassen. Also ich denke auch mal, dann ist das der gleiche Verkäufer. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht wirklich nur 1,50. Wie man habe ich 18 Päckchen mal 1,50 sagen, weil ich habe 10, das sind 15 €, 30 €. Ja, okay, ist aber immer noch ein Schnäppchen, weil der ganze Kleber ja auch noch dabei ist. Es ist auf jeden Fall ein Schnäppchen, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich 1000 sind, wie viel, hier steht nirgendwo bei, wie viel Gramm dies und jenes, wie viel 50 Gramm entspricht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier steht immer nur dann 2000 Stück, aber es steht, ich habe keine Ahnung. Ja, wie entsprechend das ist. Aber ich sehe hier gerade, ich hätte das jetzt nicht suchen dürfen, weil ich bin auf jeden Fall in Versuchung, jetzt gleich noch weiß und schwarz nachzuordern, weil böse. Ja, ich habe es mir mal in die Wunschliste gepackt und ich werde dann gleich noch ein bisschen stöbern. Jetzt erstmal weiter. Kurz nochmal, hier ist ein Kundenbild. 1000 Stück und das hier sind definitiv mehr als 1000 Stück. Das hier ist ja nur ein kleines Zip-Beutelchen und die Dinger, die ich hier habe, das ist ja eine Riesentüte. Guckt mal, das sind nur 1000 und ich habe ja ein riesiges Zip-Tütchen. Also wird das mehr als 1,50 gekostet haben, viel mehr. Dann sind das, hier steht nichts bei, wie viel. Hier steht echt nichts bei. Ich könnte den QR-Code scannen, mache ich mal. Ich habe mal ein bisschen geschaut und ich vermute, dass es 10.000 Stück sind und die kosten 5 €. Und ja, hier, es gibt 18 verschiedene Farben. Ja, okay, es gibt noch mehr verschiedene Farben. Uiui.
Ich muss mir das mal auf meine Wunschliste packen, weil ich bräuchte zum Beispiel, das ist jetzt der kleine Monk in mir. Ich habe ein hellgrün, seht ihr gleich, aber kein dunkles Grün. Ich habe leider auch kein Screenshot gemacht von den Artikeln, sondern das war gerade alles der Stuhl. Ich habe nicht gefurzt, weil ich glaube, da war ein dunkles Grün bei. Egal. Also, Liebes, wenn du irgendwie zu Hause noch mehr Steinchen hast von denen 3 mm, dann nehme ich die anderen gerne auch noch. Auf jeden Fall haben wir hier ein Gelb. Wir haben ein Orange. Entschuldigung. Dieses Orange haben wir doppelt. Ja, ist komplett doppelt. Das heißt, von dem Orange werde ich auch mal eins abgeben. Ein, denke ich mal, ein komplettes Tütchen. Dann haben wir hier ein Blau, aber dieses Blaue unterscheidet sich ein bisschen, weil das ist klar Kristall und kein, das ist, wisst ihr, wie ich meine? Das hier ist Plastik, gell, also ein Resin durch, also opak, und das ist transparent. Das heißt, damit werde ich auch leider nichts anfangen können. Ja, vielleicht, aber wenn man halt Diamond Paintings damit macht, dann scheint das runter durch. Dann habe ich hier ein Lila. Das ist schon ein wenig offen, aber ich glaube eher, das ist nur geplatzt. Das ist nicht aufgeschnitten. Ein Lila. Dann haben wir hier nochmal ein Gelb, ein helleres Gelb. Seht ihr, das ist anders. Dann haben wir hier zweimal dieses Sapphire. Da ist auch eins von auf. Davon werde ich aber eins auch dann abgeben. Beziehungsweise eins, das ist aber aufgeschnitten. Also, man macht ja nichts. Ist ja trotzdem, da ist noch arsch viel drin. Hier, schaut mal. Nur das fehlt daraus. Wie gesagt. Ja, okay, das lege ich jetzt mal dabei. Ist aber scheiße. Also, kann ich nicht gebrauchen. Ist nicht scheiße, aber kann ich jetzt so nicht gebrauchen. Aber für meine Galaxy-Karten kann ich es gebrauchen. Auf jeden Fall ein Orange, ein Blau gebe ich auf jeden Fall. Also, werde ich mal zusammenpacken. Ich habe ja auch in meinem Shop, wenn ich dann bald wieder öffne, Jelly Twist. Allerdings habe ich, glaube ich, nur 4 mm. Ich muss mal schauen. Ich habe den Überblick bei meinen Glitzersteinchen echt komplett verloren, weil ich will zum Beispiel auch hematitfarbene und goldfarbene Glitzersteinchen oder welche mit Farbwechsel. Aber ich glaube, ich habe die. Aber ich weiß nicht genau, welche. Hier, die sind auch wunderschön. Die werde ich aber auch nicht zum Diamond Painting benutzen können, weil die klar sind. Das sind keine weißen, wisst ihr, wie ich meine? Aber für Galaxy-Karten oder für den Becher hervorragend. Hier ist auch der Strohhalm von dem Becher. Wie gesagt, von dem Becher sind 3 Stück drin. Dann ist hier noch ein lila opak. Oder Amethyst halt. Wunderschöne Farbe. Dann haben wir hier diese Farbe, die wollte ich unbedingt, beziehungsweise ich wollte die, glaube ich, in Gold, weil ich habe so marmoriertes Diamond Painting und da wollte ich die ersetzen, also die mit einarbeiten, damit, das ist Marmoroptik mit, aber ihr kennt ja, wenn man mit Alkoholinks arbeitet und dann mit dem Goldenen, dann hat man ja so goldenen Sprenkel und die goldenen Linien oder die silbernen Linien wollte ich eben metallene Steinchen einpacken, dafür sind die schon mal total gut, das ist Hämatit. Aber ich weiß, die gibt es in Gold, die habe ich nämlich schon seit ganz langer Zeit in meinem Warenkorb, habe es aber bis jetzt noch nicht bestellt, werde ich irgendwann dann nächsten Monat mal machen, wenn der neue Lohn da ist, erstmal Geld im Urlaub ausgeben und so. Hier haben wir ein Rosa, dann haben wir hier ein Pink, dann haben wir hier Rot, beziehungsweise Dark Rosé, aber das ist auch Kristall. Das ist nicht, also die sind jetzt bis jetzt Kristall, die anderen sind, ja, Plastik, also opak. Da haben wir Rot. Das Rot gibt es zweimal. Genau, das ist das Gleiche, also. Ah, und hier steht 10.000 Pieces. Ja, dann sind das wirklich, dann sind, hier ist das Einzige, wo 10.000 Pieces draufsteht. Ach ne, hier stand auch schon 10.000 drauf. Dann sind das tatsächlich die Pakete für 5 Euro, ne? Krass. Hier werde ich auch ein Rot von abgeben. Dann ist hier nochmal ein Rot, aber auch das ist ein durchsichtiges Rot. Dann habe ich bis jetzt, ja, Pink und so als durchsichtig. Hier haben wir das tolle Weiße, das darf ja nie fehlen. Und hier haben wir noch ein Hellgrün. Das heißt, mir fehlt tatsächlich, also mir innerlich fehlt ein Hellblau als durchsichtig, als opak. Ein Hellblau fehlt mir und ein dunkles Grün würde mir persönlich fehlen.
Genau. Ja, und hier sind noch die zwei Becher. Ja, meine Lieben, das war's von diesem Haul. Jetzt kommen noch Kooperationen und noch Shein-Haul und. Schaut einfach mal bei mir vorbei, wenn ihr wollt. Ich verabschiede mich dann jetzt hiermit und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend oder wie auch immer, wenn ihr das Video schaut. Und ich danke euch ganz doll fürs Zusehen und bis dann, gell? Bleibt immer schön fruchtig und passt auf euch und eure Lieben auf. Tschüss!